Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog in dieser Woche, liebe Leute. Wir sind schon wieder in Köln unterwegs. Also zum Teil kommen wir aber auch richtig Glück, ne? Ja, da kristallisiert schon Muster raus. Es wird ein Muster, Leute. Heute haben wir sind ganz schick heute, wir haben nämlich einen Termin bei unserem Anwalt tatsächlich für unser neues Gewerbe. Und das müsste jetzt so ein bisschen fast das Letzte sein, was wir noch brauchen. Ja. Und wir werden euch in diesem Vlog noch in Ruhe im gemütlichen Setting mit einem Kaffee erzählen, was Sache ist. In Joggingbooks, Leute. In Joggingbooks natürlich, nicht hier so schnieke, wie wir jetzt gerade aussehen. Und weil wir natürlich viel zu früh sind, weil wir hier die Gegend nicht so gut kannten und dann immer gucken wegen Parken und so weiter, haben wir jetzt noch ganz viel Zeit und könnt uns noch ein schnelles Käffchen gönnen. Das steuern wir jetzt als erstes mal an. Da freue ich mich drauf. Oh, ich auch, ich habe Lust auf einen Kaffee. Ja, wir haben noch eine dicke halbe Stunde. Dicke halbe Stunde haben wir noch, passt für einen Kaffee. Ich habe in diesem Vlog noch eine besondere Ankündigung für euch. Und zwar habe ich mal in meinem persönlichen YouTube-Archiv gestöbert und festgestellt, dass ich insgesamt schon 4 Jahre lang mit Jepoda zusammenarbeite und seitdem Jepoda-Produkte benutze. Und passenderweise haben die dieses Jahr 4. Geburtstag. Also ihr könnt sehen, ich bin schon von nahezu Anfang an mit dabei. Und da erstmal von mir an das gesamte Jepoda-Team herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, dass wir beide immer noch hier sind. Und ich habe euch mal ein bisschen aufgestellt, was ich so persönlich an Jepoda-Produkten habe und regelmäßig nutze. Es ist so krass, wie viele Produkte seit eigentlich dem Launch der Marke in 2020 halt dazugekommen sind. Das war wirklich Wahnsinn, die Entwicklung. Und ich bin sehr, sehr, sehr stolz und richtig happy, dass ich ein Teil davon sein darf. Denn ihr wisst es, ich erzähle es euch immer wieder und ich werde nicht müde, euch koreanische Skincare zu empfehlen, Double Cleansing als Routine zu empfehlen, weil es einfach the best ever ist, Leute. Seitdem ich auf Double Cleansing umgestellt habe vor 4 Jahren, ich möchte es nicht mehr anders machen. Ich frage mich heute, wie habe ich mich zur Hölle davor die Jahre abgeschminkt, ja? Das Double Cleansing entfernt wirklich jegliche Make-up-Reste und man hat da keine so diese schwarzen Schatten von der Mascara noch oder dass da Mascara irgendwie noch Rückstände bleiben, ähnliches. Das ist alles Geschichte. Wenn ihr einmal mit Double Cleansing angefangen habt, ich schwöre es euch, ihr wollt es nie wieder anders machen. Plus, ihr spart euch richtig, richtig viel Abfall. Also ihr habt gar kein Problem mehr mit irgendwelchen Wattepads. Abschminktücher bitte. Abschminktücher des Todes bitte, Leute. Wenn ihr noch Abschminktücher benutzt, I'm sorry. Ihr müsst sofort in die Videobeschreibung gehen und die 30% nutzen und euch das Full Glow Set holen. Zum Geburtstag von Jepoda, da haben die nämlich 30% rausgehauen. Und wenn ihr das Full Glow Set holt, bekommt ihr noch diese super süße limitierte Bag mit dazu. Die ist sogar mit Reißverschluss, Leute. Mega geil. Ich finde sie super stylisch. Ich glaube, es wird so mein neuer Travel-Begleiter. Ich habe die Challenge bekommen, mal zu sagen, was meine 4 Lieblingsprodukte sind. Ey, ganz ehrlich, ich könnte euch totquatschen über Skincare, über meine Routine und die Jepoda-Produkte. Aber meine 4 Favoriten, wenn ich es darauf beschränken müsste, was ich zum Glück im Alltag nicht tue, weil ich benutze alles davon, dann wäre das ganz klar The Calm Balm. Das ist der Abschminkbalm und mein absoluter Holy Grail. Ich glaube, das, was ich am allerhäufigsten nachbestellt habe. Dann noch relativ neu The C-Boost Hero, das Vitamin C Serum. Das war ja noch ein frischer Launch in diesem Jahr, aber ich liebe das jetzt schon. Seitdem das rausgekommen ist, benutze ich es und ich habe nochmal einen ganz, ganz massiven Unterschied gemerkt beim Thema Rötungen, dunklere Augenschatten, Pigmentflecken von Pickeln etc. pp. Also das hier, oh mein Gott, vor allem wenn ihr auch schon ein bisschen älter seid wie ich, das hier ist richtig geil. Naja, was soll ich sagen, ebenfalls mit am meisten nachgekauft, das Cream Team. Also einmal die Tagespflege, das ist die Make My Day Cream, die ist mit Cica. Und die Midnight Magic, das ist die Schlafmaske mit Lavendel. Ich liebe hier natürlich vor allem auch diesen Duft und ganz generell diese Pflegewirkung. Ich habe, seitdem ich das so mache mit Jepoda, mit Double Cleansing, mit der Skincare, keine trockenen Stellen mehr im Gesicht. Meine Haut ist super ausgeglichen und meine gesamten Unreinheiten, also dieses Fiese so an der Nase, dass man das auch sieht, das ist so richtig so
komisch aussieht, wenn man Make-up trägt. Das ist alles weg. Ihr seht es immer wieder in den Videos, wie toll meine Haut inzwischen ausschaut. Und heute sogar habe ich ja fast gar nichts drauf. Ich habe nur die neue Cushion Foundation aufgetragen und sonst nichts. Und I'm a fan, Leute. Was soll ich dazu noch mehr sagen? Geht da ganz gerne also in der Videobeschreibung vorbei. Ihr könnt 30% sparen mit dem Code Mrs. B-Day. Ihr findet den Link unten und ich schreibe euch nochmal meine 4 Favoriten rein. Aber ich empfehle euch, probiert es einfach aus. Ihr könnt auch, wenn ihr unsicher seid, euch erstmal die Mini-Größen holen. Die sind nicht nur super zum Reisen, sondern natürlich auch zum Austesten. Und ihr habt sowieso eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr könnt absolut nichts falsch machen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn hier von euch Jepoda-Nutzerinnen und Kundinnen dabei sind, wie lange seid ihr dabei und seid ihr genauso wie ich einmal angefangen und nie wieder gewechselt? Das würde mich interessieren und jetzt erfrische ich mich nochmal mit The Mist Have und bringe den Arbeitstag zu Ende. Und damit ist das Studio wieder sauber, Leute. Wir haben nämlich gerade gedreht und ungefähr nach eigentlich fast jedem Fashion-Video könnte ich einmal durchsaugen, weil die ganzen Flusen von den Klamotten und Haare von mir immer da drauf auf dem Teppich landen. Der sieht eigentlich fast immer aus wie Hulle nach jedem Dreh. Das ist echt so krass. Und mittlerweile bin ich ja so bei unseren Putzsachen eher so, dass ich immer so ganz viele kleine Häppchen mache, anstatt immer so einen riesig großen Hausputz irgendwie. Also ich putze das immer alles mittlerweile eigentlich so ein bisschen in den Etappen und habe auch festgestellt, das stresst mich etwas weniger, wie wenn ich so einen riesig großen Putztag habe. Also ich kriege zwar manchmal auch so den Rappel, ne, dann nehme ich euch ja auch hier immer ganz gerne mit, beziehungsweise wir, wenn wir dann mal so wieder so richtig kräftig irgendwie so mach deinen Scheißtag hier machen. Das kommt auch immer vor, aber besser ist es eigentlich, wenn es immer so ein bisschen alles so nebenher läuft. Ich glaube, das macht Sinn. Also es ist irgendwie so mittlerweile meine persönliche Fly-Lady-Routine. Und ja, Daniel brutzelt da gerade schon an unserem Mittagessen, da freue ich mich gleich sehr drauf. Wobei Mittagessen, ne? Wir haben 2:30, also es, ja, wir sind heute ein bisschen langsamer mit allem dran, aber kommt halt auch mal vor, ne? Ich wollte euch ganz gerne mal eine Langzeit-Review geben. Und zwar zu diesem Haarserum hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als ich euch das gezeigt habe. Das ist ja dieses Bond Repair Leave-In Serum. Ich habe mir das geholt als Alternative zu meinem Way Leave-In Conditioner. Das wurde ja auch sehr gehypt und gilt so ein bisschen als ein Olaplex Dupe, also so eine Art Kopie. Und was soll ich sagen, also schlecht finde ich es nicht. Ich finde es sehr, sehr gut so für die Spitzen und Längen. Also ich gebe das, wenn, nach dem Waschen halt in die Spitzen und Längen rein. Aber ich finde, es hat einen sehr speziellen Geruch. Ich finde, das riecht so modrig. Das riecht so, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, auch nur Front, aber das ist so dieser klassische alte Frauen modrige Duft irgendwie. Daran hat mich das erinnert. Also es ist ganz strange, wenn das Haar trocken ist, geht es auch wieder. Dann riecht es eher so nach klassischen Friseurprodukten, was auch nicht gerade mein Favorite-Duft ist. Also wirklich so dieses klassische, so alte irgendwie. So dieser, ich weiß gar nicht, was das für ein Duft sein soll. Und ich habe mir gerade eben hier irgendwie an den Haaren gezogen und die sind unter meinem Press-On-Nagel hängen geblieben. Super. Zeit also, die Press-Ons zu erneuern, beziehungsweise die Nägel neu zu machen. Mache ich vielleicht am Wochenende. Ja, auf jeden Fall, schlecht finde ich es nicht, aber ich weiß nicht, ob ich das wegen dem Duft weiterhin aufbrauchen kann. Also ich bin nicht immer ganz, doch, ich bin schon eigentlich eher ein Duftmensch. Nee, doch, nee, das wäre Quatsch. Das wär wirklich gelogen. Also für mich müssen Produkte angenehm riechen. Ich glaube, wenn man ein Produkt hat, wo einem persönlich der Duft nicht zusagt, kann das Produkt noch so gut sein. Aber das ist so ein richtiger Abturner. Das ist jedes Mal, wenn ich das benutze, so... Ne, ist einfach unangenehm. Es riecht zwar, wie gesagt, später in den Haaren nicht mehr so stark danach. Zum Glück. Weil sonst hätte ich es schon längst aufgehört zu benutzen. Weil wenn die Haare dann auch noch so riechen würden, würde ich mir denken so... Nee... Ja, keine Ahnung. Dagegen
Das hier, das habe ich euch, glaube ich, noch nie gezeigt, weil es das in Deutschland nicht so wirklich gut zu kaufen gibt. Aber falls ihr mal drankommt, das ist auch noch die alte Verpackung. Die haben inzwischen eine andere Optik von IGK aus New York. Crybaby Anti-Frizz Smoothing Serum. Das da, darin könnte ich baden, ja. Also ganz im Vergleich dazu ist das hier so richtig geil. Und das mache ich halt dann nach dem Stylen ein bisschen immer in die Spitzen. Und hier oben, wenn die Haare so ein bisschen frizzy abstehen, das ist wirklich richtig gut. Ist auch super teuer und gibt es halt hauptsächlich in den USA leider. Ich habe mal den einen oder anderen Shop hier in Europa, in Deutschland gesehen, wo es das gibt, aber ist halt echt eher so tricky. Ne? Müsst ihr mal gucken, ob er drankommt. Also da mal so ein bisschen Top und Flop der Haarseren gerade. Mal für euch. Sowas möchte ich ganz gerne einfach immer mal wieder zwischendurch so behind the scenes einfließen lassen. Weil ich ja nicht mehr so in der Regelmäßigkeit halt Beauty-Videos mache, wo ich euch alles immer so zeige. Und manche Sachen fallen dann mal so ein bisschen hinten runter. Aber ganz grundsätzlich, wenn ich euch mal Produkte gezeigt habe und ihr wollt mal hören, hey, wie finde ich die denn nach einer Weile, schreibt mir das super gerne hier unter den Vlog. Kommentiert das einfach hier unter dem Vlog, weil da kann ich das auch mal zwischendurch einfach machen und einfach mal auf eure Fragen eingehen. Also ganz grundsätzlich, ich habe letztens auch noch gelesen, hatte jemand nach meiner Blondierroutine gefragt. Hatte ich dann auch noch mal gepostet, dass ich dazu ja Videos gemacht habe. Also immer grundsätzlich, ihr seid herzlich eingeladen, im Vlog immer Fragen zu stellen über alles Mögliche, was ihr seht, was euch interessiert. Weil hier so ein bisschen immer so dieser Open Space einfach dafür ist, dass ich einfach random irgendwelche Fragen immer super gern beantworten kann. Ja. Und ansonsten sieht es hier jetzt soweit ganz gut aus. Ah, ich wollte euch noch eine Sache zeigen. Schon mal eine kleine, ja, ein kleines Preview sozusagen, dass so irgendwann im Mai ein Video kommen wird, das vielleicht interessant für euch sein könnte. Und zwar geht es da ums Thema dauerhafte Haarentfernung. Das habe ich ja auch immer mal wieder thematisiert und ich habe ja schon seit Jahren von Braun dieses IPL-Gerät. Und das benutze ich auch immer noch und habe aber auch trotzdem immer noch diese Phasen, vor allem so im Winter, wo ich dann halt auch zwischendurch wieder rasiere, ne, weil ich dann nicht dranbleibe und so. Das ist ja nun mal nichts Dauerhaftes. Ich habe mich aber bisher auch noch nie durchringen können, das Budget dafür anzusparen oder zu sagen, okay, ich nehme das Geld in die Hand und gehe halt in ein Studio und lasse mir die Haare, da wo ich sie halt nicht haben will, dauerhaft entfernen. Also so Achseln, Beine, Bikini-Zone und so weiter. Ne? Aber ich habe jetzt mal hier ein Gerät zum Testen gerade von Current Body. Ja, ist ja auch ein Shop, mit dem ich schon längere Zeit ja zusammenarbeite. Hier, da seht ihr es einmal hier. Und da habe ich ja zum Beispiel die LED-Maske, die ich ultra feier, und dieses Mikroderm-Gerät und ach, keine Ahnung. Also ich habe super viele Geräte von denen und ich liebe den Shop. Also ganz generell, wenn ihr halt so Beauty-Tech-Sachen sucht, also halt einfach so Beauty-Devices, Geräte, dann ist Current Body auf jeden Fall eine super, super gute Anlaufstelle. Und da teste ich jetzt deren Haarentfernungsgerät. Und das Besondere daran ist halt, dass es ein Laser-Haarentferner ist, was halt nochmal anders funktioniert und dauerhafter als die IPL-Methode. Ganz genaueres wird es dann aber in der Langzeit-Review geben, aber nur so mal für euch auch behind the scenes. Also manche Videos, die produziere ich natürlich auch, insbesondere wenn das halt so Sachen für die Haut sind, Skincare, Haartools oder was auch immer. Das teste ich meistens so lange im Voraus. Immer so private hier für mich, so in meinem Kämmerlein sitze ich dann hier und lasere mir jetzt aktuell die Beine und die Achseln, um euch dann quasi wirklich so in 2 Monaten oder so halt eine Full Review dazu zu geben. Das ist halt natürlich ein Aufwand an Videos, der mir zwar auch wirklich Freude macht, muss ich sagen, weil ich finde, da steckt dann halt auch einfach sehr viel Erfahrung drin in solchen Videos und dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn die halt auch schön geschaut werden und gut unterstützt werden, vor allem, weil da halt so viel Arbeit drin steckt. So ein Fashion Haul, sind wir ja ganz ehrlich, wir sind sehr routiniert inzwischen. Den haben wir halt an so einem Tag fertig produziert. Aber auch das braucht einen ganzen Tag und nochmal Postproduktion, nochmal vielleicht so 1,5 Tage oder so. Aber ja, solche Videos hier, vor allem wo mir auch wichtig ist, dass ich euch ein wirklich vernünftiges Feedback geben kann, ja, weil wir reden dann bei solchen Geräten ja auch immer ein paar Sümmchen, ne, ein paar Scheinchen, die man investieren muss. Das ist mir dann halt total wichtig. Oder auch die ganzen Nagelgeschichten, das mache ich so lange schon
und teste da immer wieder rum. Und also gerade halt bei den Videos könnt ihr euch drauf verlassen, bei mir. Und deswegen wollte ich euch das mal so im Vlog einfach mal zeigen. Da steckt echt lange, lange quasi Research-Zeit von meiner Seite drin, dass ihr das einfach mal gesehen habt. Euch hat das ja letztens gut gefallen mit dem Behind-the-Scenes, deswegen will ich das nochmal ein bisschen häufiger auch im Vlog aufgreifen. So, jetzt habe ich aber genug mit euch geschnattert. Jetzt gehe ich mal runter bei Daniel gucken. Wie gesagt, gleich gibt es was Leckeres zum Naschen. Heute Bauerntopf. Ich bekomme bald meine Periode und dann ist es immer so, dann brauche ich so richtig Soul-Food, dann brauche ich es richtig so... Dann ist zwar ein Salat auch ganz nett, aber... Da hätte man ganz gerne irgendwie ein paar Nudeln und ein bisschen Bauerntopf einfach. Und da freue ich mich jetzt auf jeden Fall drauf. Gehen wir mal gucken. So Leute, ich habe mir Tulpen mitgenommen und ich habe ja hier diese coole Vase, aber die ist irgendwie so ein bisschen zu klein und die hier ist irgendwie ein bisschen zu... Also ich glaube, ich muss wirklich mal irgendwie ein paar andere Vasen noch organisieren, weil das ist ja auch gar nichts hier, ne? Das ist ja mal nichts. Also muss ich mir jetzt gleich mal überlegen. Muss ich vielleicht eine auflösen, ich keine Ahnung. So, und ansonsten, Essen brutzelt. Ich freue mich drauf. Ihr wart schon lange nicht mehr in der Küche, glaube ich, ne? Kann das eigentlich sein? Ja, ist drin. Das könnte wirklich sein, könnte ja. Wirklich sein, ne? Ja, dazu gibt es lecker Dinkelfusilli. Freue ich mich sehr drauf, Leute. Nice, nice, nice. Ja, genau. Das heißt, jetzt gucke ich mal, was ich hier mache. Oder ich quetsche die doch alle da in eine Vase rein. Ach, ich weiß ja auch nicht. Guck mal, wie dünn die ist. Die ist ja, ach, nee. Probleme über Probleme, ne? Aber wenn man keine anderen hat, dann... Macht man sich welche. Macht man sich welche, definitiv. Sind aber schön geworden. Ich bin mal froh, dass es nicht so die klassisch rote oder diese rosa sind. Ja, die sind voll süß, ne? Die sind so zweifarbig. Ja. Deswegen fand ich die so schön und habe die mitgenommen. Die gefällt mir. Ja, mir auch. Mach was anderes. Muss ich nur noch gucken, in welche Vase sie denn am dümmsten reinpassen. Ja, schneid sie einfach noch stärker ab und dann ja, passt... Ja, die hier, ne? Ja, einfach hier noch ein bisschen stärker abschneiden natürlich, und dann einfach natürlich. In die Vase hier, ne? Einfach so, zack. Ja, guck mal, sieht doch viel... Ja, passt doch. Passt, ne? Alright. Ach, sei nicht so, in 3 Tagen sind sie eh tot. Also, ja, das ist ja leider true. Also ich bin ja gar kein Freund von Schnittblumen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das immer so schade für die Blumen, weil sie werden gezüchtet, für einfach geschnitten zu werden und dann ein paar Tage danach tot zu sein. Ja. Ich pflanze die lieber in den Garten und ich habe dann mehrere Wochen was davon. Ja, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Wir haben ja auch mittlerweile richtig schön viele Tulpen im Garten. Scheint aber noch nicht auszureichen. Ich finde es halt so schön, trotzdem zwischendurch was Frisches in der also drinnen zu haben. Du hast doch echte Pflanzen hier drin. Ja, ich weiß, aber die sind halt nicht so schöne Blümchen. Dann kauf dir welche, die viel blühen. Blüten vor allem. Blüten. Die Blüten. Ja. Hast du ja recht. Müsste ich vielleicht mal noch... Guck mal, nehme ich noch mal eine hier so raus. Ja, ist noch ein bisschen viel drin. Ja, nehme ich mal hier noch eine raus. Und dann... Ja. Ja, habe ich sogar 2 Vasen. Ist doch toll. Mama. Nice. Und tschüss. Ey, wie sagt man, wenn es die Frau glücklich macht, ne, dann macht es mich auch glücklich. Was ist das? Ganz einfach behalten. Schön. Wunderbar. Alles klar. Jetzt verteile ich die und dann wird genascht. Gleich. Ja, noch eine halbe Stunde. Dauert noch ein bisschen. Aber ja. Okay, hier sitzen wir angekündigt mit einer Tasse Kaffee. Für die große Ankündigung, Leute, könnt ihr die Spannung wahrscheinlich richtig spüren, die letzten Wochen und Monate. Wo wir schon darüber reden, die ganze Zeit immer wie die klassischen Geheimniskrämer, so, oh, wir haben ein großes Projekt, aber wir dürfen noch nicht drüber reden, Ding. Und ich glaube, der Moment ist gekommen, es ist immer noch so ein bisschen so, erzählen wir es nicht, keine Ahnung. Das Ding ist, es ist nichts Besonderes. Ihr werdet euch wahrscheinlich auch denken, so, ja, warum haben sie da so ein Geheimnis ausgemacht? Also, liebe Leute. Es geht nur, im Endeffekt gibt es einen Grund, warum wir das gemacht haben. Ja. Weil insofern, also wir müssen ja sowieso Kundenakquise betreiben und man weiß ja nie, was so ist. Ob jemand sich meldet oder nicht meldet. Und dann war es halt für uns halt wichtig, erstmal alle Unterlagen und alles fertig zu haben. Genau.
bevor jemand sich meldet und für die, die selbstständig sind, ihr wisst das ja, wenn man irgendein neues Business anfängt und man akquiriert die erste Kunden und man muss denen dann sagen, ja, können wir machen, aber wir müssten erst nochmal vorbereiten. Dann hat kein Mensch Lust darauf und dann war es das. Genau, richtig. So führt man nämlich kein Unternehmen. Genau. Es kam, das will ich nochmal gerade kurz aufgreifen, ja super viele interessante Spekulationen über Instagram rein. Da hatte ich ja vor einiger Zeit unsere Fotos gepostet von unserem Shooting, was wir gemacht haben für die neue Internetseite. Und da kamen ganz, ganz, ganz viele lustige, sehr interessante Ideen, was es wohl sein könnte, und das häufigste, was ich gelesen habe, war tatsächlich Coaching. Also Coaching in jeglicher Form, sei es für andere kleinere Creator oder Finanzcoaching, habe ich ja glaube ich auch gelesen. Ja, Steuerberater. Oh mein also Gott, es war wirklich alles Mögliche dabei. Es gab einen richtigen Tipp, wobei ich nicht weiß, ob das eventuell so ein Inner Circle-Person vielleicht war. Und zwar, okay, wir ziehen es nicht länger in die Länge, Leute. Wir sagen es jetzt, okay? Wir sind Immobilienmakler inzwischen. Genau. Tada! Wow, jetzt denkst du, wow! Wow! Es ist nichts Besonderes, aber es ist halt so ein Beruf. Also ich wollte den schon seit jeher ausüben. Ja. Und ich wusste nie, ob ich das in Luxemburg machen sollte. Dann wollte ich das in Köln machen. Dann wollte ich das Unternehmen da schon hochziehen. Und dann hat sich irgendwie immer ein bisschen alles sich verschoben und keine Ahnung was. Und ja. YouTube kam dazwischen und noch ganz andere Projekte. Hörst du mal auf, die Schlabbermäuschen. Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo ich dann dachte so, jetzt ziehen wir es durch. Hast du Bock? Und dann meinte Sarah, jo, habe ich auch Bock, finde ich geil. Und deswegen haben wir das jetzt umgesetzt. Genau, das war eigentlich dann schon letztes Jahr, eigentlich um diese Zeit ungefähr der Fall. So, ne? Als wir angefangen haben. Ungefähr. Genau, und wir haben euch ja im letzten Sommer auch mitgenommen, die Odyssee halt diese Erlaubnis zu bekommen. Das war so der erste Step, das Gewerbe zu erweitern, die Firma umzufirmieren, umzubenennen. Da alles halt in trockene Tücher zu setzen, das ist uns immer sehr, sehr wichtig. Wir sind so Menschen, wir wollen es so richtig, wie es eben möglich ist, machen. Natürlich, alles funktioniert nie hundertprozentig perfekt. Wir sind auch nur Menschen. Aber das war uns halt wichtig. Und dann haben wir ja, das habt ihr auch mitbekommen, im Herbst letztes Jahr eine große Weiterbildung gemacht. Die ging ja über mehrere Wochen. Da haben wir alle beide an der IHK Rhein-Sieg den Immobilienmakler gemacht, also das Zertifikat. Und haben das auch beide natürlich bestanden. Ja, ich würde sogar sagen, sehr gut. Sehr gut, soweit. Sie ist aber mit einem Punkt besser. Als war ich einen Punkt besser? Du hast einen Punkt mehr. Habe ich einen Punkt mehr? Ich wusste schon gar nicht mehr, wie rum es war. Also das war auch auf jeden Fall, es war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Es war aber auch mega spannend, weil wir da natürlich auch über diesen Beruf ganz generell extrem viel gelernt haben. Aber das ist auch, glaube ich, so ein Beruf, da lebenslanges Lernen ist da angesagt. Man hört da nicht auf. Da hört man nicht mit auf, aber ich glaube, das ist ungefähr in jedem Beruf so. Und ja, dann waren wir ja letzte Woche noch beim Anwalt. Wir haben nämlich auch einen Fachanwalt für Immobilienrecht an der Seite und natürlich auch andere Dienstleister noch, die uns unterstützen. Ja. Also ohne geht's nicht. Der Immobilienmakler ist ja so, man braucht ja keine richtige Ausbildung für ihn zu machen. Man kann als Quereinsteiger einfach einsteigen. Man braucht nur eine Erlaubnis. Eine Erlaubnis nach Paragraph 34c. Die braucht man, die muss man dann erfüllen, muss man die beim Blödsinn. Also auch unter anderem Ordnungsamt, Amtsgericht und Co. muss man das beantragen. Das ist ein richtiger Hickhack, aber das kann im Endeffekt jeder als Quereinsteiger machen, wenn man diese Erlaubnis hat. Dann hat man alle 3 Jahre eine Weiterbildungspflicht von 20 Stunden, was auch noch gar nichts ist. Mhm. Ja, ich muss sagen, persönlich hätte das viel mehr sein müssen, weil auch. Es geht da um sehr, sehr, sehr viel Geld, je nachdem, welche Immobilie man verkauft. Ja. Und nicht jeder nimmt das dann vielleicht so ernst, wie wir es nehmen. Genau. Ich hoffe, dass viele Kollegen in dem Bereich das sehr ernst nehmen. Wir hatten beispielsweise auch die Erfahrung mit unserem Haus hier, da wurde das auch nicht so ernst genommen. Und da sind so viele Sachen, die uns dann im Nachhinein aufgefallen sind, wo wir uns gedacht haben, das da ist ja gar nicht rechtens gewesen. Ja. Aber so ist das nun mal. Das wir weiß man das, halt vorher als Laie nicht. Ja, wir nehmen das halt sehr ernst und uns ist das auch sehr wichtig und deswegen bilden wir uns ja auch dauernd weiter. Ja. Tun wir aber in allen Berufen, die wir bis dato hatten. Genau. Jetzt kann natürlich der eine oder andere sich jetzt denken, ja, wie heißen die Gesellschaft? Ich möchte gerne mal gucken und vor allem punkto Adresse und Telefonnummer. Da haben wir natürlich auch viel drüber diskutiert, aber wir sind der Meinung,
Ja, es sind, was sind es jetzt, 38.000 fast auf deinem Kanal? Ja, 38.000 sind es übrigens seit ein paar Tagen. Welcome! Ja. Hallo! Na, hallo! Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn 38.000 Leute zu uns nach Hause kommen wollen, ja, for free, macht es. Aber das wird uns nichts bringen, weil wir arbeiten halt, ne? Und wir hatten ja auch schon ein paar vor der Tür, auch ein paar schon im Haus, die wir reingelassen haben. Ja, ja. Das ist auch alles so nicht so schlimm, weil die Mehrheit respektiert das und dann ist es doch ziemlich egal, wie groß ein Kanal ist und ein Hater, der dich haten will, findet deine Adresse, egal wie. Sowieso. Weil wir sind ja durch die GmbH ja egal wie verpflichtet, unsere Adresse öffentlich zu machen. Genau. Kommen wir nicht drum rum. Ja. Und alle, die das nicht machen, machen was Illegales. Und die Konsequenzen sind im Endeffekt zu groß, gegenüber von einfach nur seine Adresse preiszugeben. Ja. Auch Telefonnummern. Ja. Ich hoffe einfach, dass nur Leute anrufen, die auch ein Interesse daran haben, entweder ja. Immobilien zu verkaufen oder zu genau. akquirieren, ob es Wohnungen, Mietwohnungen oder Bauträger sind, es ist egal. Ja. Das bedienen wir ja auch alles in dem Feld. Aber ich bitte euch trotzdem drum, wenn ihr nur anrufen wollt, für Hallo zu sagen, unterlasst es, Leute. Ja. Weil das hinterlässt einen mega negativen Eindruck, weil es ist unser Gewerbe. Wir verdienen damit Geld und diese Leitungen sollen frei bleiben, damit ja. wir Geld verdienen können. Genau. Weil richtig. Jetzt denkt man sich, ja, aber selbst schuld, wenn ihr im Internet da rausposaunt und keine Ahnung. Aber jeder Immobilienmakler, jedes Unternehmen hat ihre Daten nach außen. Außen ja. Da ruft man ja auch nicht einfach so an. An, um Hallo zu sagen, ja. Aber wir sind trotzdem zu dem Entschluss gekommen, dass ihr nicht so seid. Nein. Außer ihr habt Interesse an sowas. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie heißt denn die Gesellschaft? Unsere alte Gesellschaft, die hieß ja die Kreativhöbel GmbH. Mhm. Und dann dachten wir so als Immobilienmakler, schwierig, ne? Und ja, jetzt heißt die dann halt Schmidt-Weißenfeld genau. GmbH. Ganz schlicht, sehr ja. konservativ. Ja. Das Unternehmen wird tatsächlich auch sehr konservativ aufgebaut. Ja, genau. Das ist uns auch ein sehr großes Anliegen, auch wenn ja. ich dann immer so rumgammel. Das hat mit meiner Professionalität gar nichts zu tun. Nee. Ach, ich glaube, das weiß auch jeder, der hier schon länger zuschaut. Ja, dem ist das aufgefallen. Das ist halt, der Vlog ist das Wohnzimmer. Mhm. Das ist so. Mhm. Und das ist mir dann egal, ob es einem gefällt Voll. Oder nicht gefällt. Ich bin ja. da zu Hause und dann ist das so. Richtig. Jetzt könnte man natürlich darüber streiten, ja, aber du drehst das ja nach außen. Das ist mir aber egal. Ja. Weil das nichts von meiner Qualifikation oder meiner Professionalität gegenüber von meinem Beruf zu tun hat oder meine Leidenschaft dafür. Das ist halt definitiv. Ein Riesenunterschied. Definitiv. Wir können das auf jeden Fall sehr gut trennen. In Zukunft, wie wird es laufen? Es wird sich wahrscheinlich alles ein bisschen fügen. Jetzt, wo wir es euch natürlich gesagt haben, werden wir auch ganz bestimmt häufiger mal etwas über das Makler-Dasein berichten. Ja. Inwieweit das sich rauskristallisieren wird, können wir euch jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Wir haben Ideen, wir haben eine Vorstellung, wie wir es machen wollen. Natürlich auch ganz grundsätzlich halt, wie wir arbeiten möchten als Makler. Und das werdet ihr dann einfach Stück für Stück mitbekommen. Und wir hoffen natürlich auf ganz viele Objekte, die wir ja. Wirklich auf eine authentische, ehrliche und professionelle Art und Weise vermarkten dürfen. Richtig. Und man macht haben wir richtig Bock drauf. Ja, man macht sich ja natürlich so Gedanken über Strategien und wie geht man es an. Und man vergleicht sich ja auch mit seiner Konkurrenz oder beziehungsweise wo man hin möchte. Genau. Und ich glaube, da haben wir eine schöne Marktlücke gefunden. Ja, insofern die Eigentümer damit einverstanden sind, ja. könnte das sehr lukrativ werden. Ja, also genau. könnte. Muss aber rausfinden. Ne? Das ist natürlich wie bei allem. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, ja, und wie soll das jetzt laufen? Jetzt macht da Quise. Ja, werden wir ganz klassisch machen, wie sich das gehört. Es kann sein, dass nächste Woche schon Kunden da sein. Kann auch sein, dass erst in 6 Monaten Kunden da sind. Das ist halt immer so. Wenn man was Neues anfängt, ist es erstmal man weiß es ein Schritt für Schritt, einen Fuß vor den anderen setzen. Wir haben, glaube ich, alles gut vorbereitet und von daher werden ja. wir einfach schauen, wie es läuft, Leute. Richtig. Dadurch natürlich für euch jetzt auch, also ihr dürft super gerne ja, das natürlich auch erzählen, wenn ihr Lust habt und ja. sagt, hey, das sind zwei coole Menschen, ich kenne die aus dem Internet. Und wenn ihr jemanden habt, kennt, wisst, selber, wie auch immer, Bedarf an Immobilien habt, dann dürft ihr uns natürlich da auch ganz gerne ansprechen. Und Daniel hat es ja, glaube ich, auch ganz ja. klar gesagt, das Private bitte abzugrenzen.
Es geht rein um berufliche Sachen. Es geht rein ums Berufliche. Wenn ihr berufliche Fragen habt und ihr habt hier in der Gegend, also wir sitzen ja auch im Rhein-Sieg-Kreis. Genau. Für die, die es interessieren. Natürlich fahren wir auch bis nach Köln rein, wenn es sein muss. Oder Bonn oder Oder Bonn immer. Oder Düsseldorf. Also genau. Ich will mal sagen, alles so, was bis zu einer Stunde bei uns drumherum liegt, genau. Das akquiriert man mit. Und alles andere ist dann leider zu weit. Wenn jetzt irgendwie Mecklenburg-Vorpommern kommen würde, ich hätte ein Haus zu verkaufen. Hey, wir können uns gerne mal drüber unterhalten, wie man sowas angehen kann, den Verkauf zu machen. Ja, aber sowas würden wir nicht übernehmen, weil da würde unterm Strich ja nichts übrig bleiben. Es muss ja immer noch wirtschaftlich bleiben. Ja. Das ist es ja, auch wenn man eine schöne Zeit verbringt. Aber das Finanzamt, dem ist das egal. Ne? Wenn du so viel umgesetzt hast, musst du so viel Steuern bezahlen. Dem ist das egal, ob du 10 Tassen Kaffee getrunken hast oder gar keine. Ja, ne? richtig. So ist das genau. Ja, es gibt noch einen kleinen Punkt. Das kam ja in den letzten Vlogs, kam das ja schon mal öfters. Wie sieht es denn mit Renovierungen und so weiter aus? Mhm. So, ich möchte da kurz drauf eingehen, weil ja auch schon manche gesagt haben, weil wir sitzen ja sozusagen offiziell in unserem Büro. Und Büro ist ja ein Teil unseres Wohnraumes. Ja. So, und da kam es auf, hey, wie geht's weiter mit den Renovierungen? Und zwar ist es jetzt so, dass wir schon fast 12 Monaten mit dem Bauantrag dran sind und es ist noch kein Ende in Sicht. Ja. Das ist extrem kompliziert. Ja. Das hat Gründe, die uns nicht klar sind. Manchmal aber logischer, manchmal unlogischer sind. Richtig. Es will unterm Strich ganz einfach zusammengefasst, es will keine sich dazu entscheiden, was genau wir machen müssen für eine offizielle Baugenehmigung zu bekommen. Ja. Ja, das liegt aber auch an der Art der Konstellation, was wir mit diesen Räumlichkeiten machen wollen. Richtig. Dazu dann zum späteren Zeitpunkt, wenn die Genehmigungen da sind, mehr, aber jetzt noch nicht. Und dann ging es darum, das Nebengebäude. Das Nebengebäude wird zurzeit auch nicht saniert, weil wir keine Baugenehmigungen haben. Und ohne Baugenehmigungen ist es halt so, oder es verhält sich halt dementsprechend, dass dann gesagt werden kann, nö, habt ihr jetzt gemacht, habt ihr jetzt 80.000, 90.000 oder 200.000 Euro da rein investiert, alles rückbauen, wird nicht genehmigt. Ja. Und das ist halt das, was wir uns sparen wollen. Das macht halt keiner. Das ist also halt so der Grund, warum wir die letzten 12 Monate gar nichts machen. Davor war ja dann auch irgendwann noch Corona, falls noch einer das kennt. Da war ja alles viel zu teuer. Ja, ist doch so. Das war alles viel zu teuer, das hat sich nicht gelohnt. Nee. Und seitdem sitzen wir auf heißen Kohlen, aber es geht halt zurzeit nicht vorwärts. Das ist halt ein bisschen schade. So, und jetzt kommt halt der Punkt, wieso wir gedacht haben, hey, wir müssen aber eine Übergangslösung finden, weil das Gewerbe soll den Makler, genauso wie YouTube, genauso wie alles andere, was wir noch so haben, soll in das Nebengebäude rein, genau. Dass die privaten Räume von den gewerblichen getrennt sind. Genau. Aber jeder Selbstständiger weiß, wenn es dir immer drauf wartest, bis die Situation perfekt ist, fängst wird man nie starten, nie. Und deswegen haben wir uns gedacht, das ist jetzt so ein Workaround, der nicht super attractive ist, ermöglicht uns aber einen Standort zu haben, falls einer kommen möchte, zu uns ins Büro kommen möchte, dass wir ihn hier empfangen können. Genau. Es ist nicht optimal, aber es ist eine Alternative, bis dann irgendwann Baugenehmigungen da sind und das Nebengebäude dann halt saniert worden ist. Genau. So, aber das zieht sich hin. Jetziger Stand, würde ich sagen, vor 12 Monaten wird das niemals fertig sein. Und jetzt kommt halt das Wirtschaftliche, also Unternehmer. Was macht man denn? Ja. Wartet man jetzt 12 Monaten oder arrangiert man sich damit, dass man ein Büro, wo Leute kommen können, auch wenn es in den Privaträumen ist, ermöglicht, für arbeiten zu können? Ich glaube ja. Ja. Weil wir es ja auch so gemacht haben. Genau. Und da unterscheidet sich halt dann der eine, der denkt, privat möchte ich keine bei mir haben, aber wir sind trotzdem immer noch ein Unternehmen. Richtig, genau. Also uns stört das soweit halt nicht. Wir werden hier definitiv noch ein bisschen umdekorieren. Da sind wir noch nicht ganz fertig. Es muss noch gestrichen werden. Wir machen noch mal einen frischen Anstrich, aber das machen wir dann mit euch. Da könnt ihr dann auch dabei sein natürlich wieder. Und für den Rest ist es auch einfach so, du kannst nicht die ganze Zeit immer nur in Warteposition sein. Vielleicht gibt es irgendwann mal von uns so ein zusammenfassendes Real Talk Video zum Thema von diesem Haus. Da sind so viele Sachen gelaufen, uns sind so viele Steine in den Weg gelegt worden, wovon ihr euch wahrscheinlich nicht im Ansatzweise etwas vorstellen könnt. Das ist eine Story of our life. Das haben uns damals auch schon super viele von euch gesagt. Also so ein altes Haus zu sanieren, wenn ihr das durchgestanden habt, das formt euch für euer ganzes Leben und das kann ich jetzt schon unterschreiben, definitiv. Und von daher, es bleibt spannend, Leute. Ob wir irgendwann im Nebengebäude sitzen und da unser Maklerbüro und unser Studio haben werden,
Wir werden es sehen. Ja. Wir haben irgendwann Ende des Jahres mal gesagt, oder Mitte letztes Jahr, ja, wenn alles super läuft, können wir Ende des Jahres da einziehen, weil da sah das Ganze ganz gut aus mit dem Bauamt. Und irgendwann haben wir einfach gesagt, okay, wir sprechen nicht mehr drüber. Und dann haben wir gesagt, es wird April, jetzt sind wir April und wir haben immer noch keine Genehmigungen. Aber so ist es halt. Es kostet unfassbar viel Geld, also schätzungsweise, damit er so eine kleine Hausnummer hat, jetzt für die Pläne und das ganze Organisatorische drumherum, hat bis dato ca. 20.000 Euro gekostet. Und wenn man dann drüber nachdenkt, wir haben nichts in der Hand. Nichts. Weil keiner Ja oder Nein sagen will. Es kommt immer wieder was Neues on top. Ja. Das ist halt so. Ja. Ne? Aber das ist Story of our life, so ist das halt, da kann man sich auch nicht wirklich drüber aufregen. Wir können nichts anderes machen als weiterarbeiten. Ist so, man kann immer so nur gucken, dass man Stück für Stück vorwärts kommt und dass man den Humor nicht verliert, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber dann wisst ihr auch mal so ein bisschen, was hier so die letzten Monate, Wochen und keine Ahnung, eigentlich so gefühlt das letzte Jahr eigentlich so los war. Ja, schon länger als ein Jahr. Aber man ist natürlich auch, wisst ihr, thematisiere ich auch immer wieder, man muss einfach ein bisschen vorsichtig sein, weil eine Story, ganz viele Meinungen, das ist immer das Problem daran natürlich ein bisschen. Aber gut, wir waren schon immer Leute, wir haben immer frei von der Leber weg geredet und waren immer sehr ehrlich und offen mit allem und man kann immer nur weiter darauf bauen, toi toi toi, dass die Community so bleibt, wie sie ist, dass einem da halt nicht ein Strick draus gedreht wird. Dem einen wird es jetzt gefallen, dem anderen wird es nicht gefallen. Ich bin mir auch sicher, dass die, also es gibt halt die positiven Menschen, die positiv eingestellt sind, halt auch die sehr negativ eingestellt sind. Und wir wissen es, in Deutschland ist es halt so, jemanden was zu gönnen, wofür er lange arbeitet. Schwierig geworden. Das wird nicht gegönnt. Weil es einfach nachher heißt, ja guck mal, der fährt mit seinem Ferrari rum, hat der Glück gehabt, ne? So viel Glück hatten wir nicht, dass er aber dafür 20 Jahre lang gearbeitet hat, das wird ignoriert. Ja. So ist das halt, ne? Und es wird uns genauso gehen. Es sind manche, die werden sich jetzt mega drüber freuen, dass wir das haben, andere werden sagen, das bringt ja eh nichts, ihr werdet sowieso versagen. Ja, mag sein, mag auch nicht sein. Wer weiß es? Wir sind offen dafür. Ist so. Das ist nicht das erste Unternehmen, was wir hochziehen und es wird auch nicht das letzte sein. Nee. So ist das halt, ne? Ja. Und wir gucken einfach. Verlinkst es unten, ne? Soll ich es verlinken? Ja. Weil wenn die Leute versuchen, Schmidt-Weißenfeld zu schreiben, könnte es interessant werden. Könnte interessant werden. Okay, ich verlinke euch die Internetseite unten in der Videobeschreibung. Ja, und in Zukunft, es wird noch, YouTube-Kanal gibt es schon davon, da sind zwar noch keine Inhalten drauf, wird aber kommen. Facebook-Seite gibt es, Instagram. Es gibt zwei, aber nur eine ist von uns. Achtet drauf, da sind wir schon mit Facebook dran, schwieriges Thema. Ja. Da wird jetzt auch noch weiter Inhalt, die werden jetzt langsam immer gefüllt. Instagram muss man noch machen. Ja. Und da guck mal, was passiert heute. Richtig. Also, falls ihr in der Gegend vom Rhein-Sieg-Kreis sind oder hier hinziehen wollt, meldet euch. Ganz genau. Ruft uns an. Super. For free. Ist okay. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt von Sachen, die ihr nicht wisst, fragt sie. Gerne. Vielleicht machen wir auch, wenn super viele Fragen dazu kommen. Können sie einen Vlog thematisieren? Können wir es thematisieren oder ein extra Q&A machen? Mal gucken, wie viel kommt. Werden wir schauen, Leute. Ja. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ihr hoffentlich auch. Und damit wünschen wir euch jetzt eine super schöne Woche. Und nächste Woche, also diese Woche eigentlich, aber für euch dann nächste Woche im Vlog, stehen auch schon wieder ein paar schöne Sachen an. Auf jeden Fall. Und hoffentlich können wir auch ein bisschen Garten machen. Ja, Würde ich mich freuen. Ich auch, ja. Ja, der Garten wird nochmal umgebaut. Ja, das machen wir ja auch noch. Ja. Okay, Leute. Tschüssi! Ciao!